Eine Messe, bei der vor allem das fachliche Interesse zählt, ist die Bau und Energie in Wieselburg. Sie zeichnet sich durch ein hohes berufsspezifisches Niveau aus, das vor allem durch eine Vielzahl an Professionisten getragen wird, die als Aussteller umfassend informieren und beraten. Es ist ganz wichtig für den Blutkreislauf der Wirtschaft. Die Bauwirtschaft ist noch immer Konjunkturmotor, ist Indikator für das Auf und Ab in der Wirtschaft, und eben eine florierende Bauwirtschaft führt meistens in aller Regel zu einer florierenden Wirtschaft insgesamt. Ja, grundsätzlich ist es eine schöne Tradition und zeigt, dass Messen nach wie vor attraktiv sind, auch im modernen Kommunikationszeitalter. Hat sich vielleicht die Präsenz bzw. auch die Vorbereitung und die Nachbereitung einer Messe verändert, weil ja Internet und so weiter mit einbezogen wird. Aber trotzdem ist der persönliche Kontakt doch da. Und wenn eine Messe so wie Bau und Energie 30 Jahre lang Tradition hat, dann zeigt es, dass das der richtige Weg ist und dass es vor allem für die Region sehr, sehr wichtig ist. Weil hier einerseits natürlich die Firmen der Region ausstellen können, aber auf der anderen Seite auch die wirtschaftlichen Impulse durch die Aussteller, durch die Besucherinnen und Besucher nicht zu vernachlässigen sind. Also alles in allem ist es eine gute Geschichte. Es ist aber wichtig für die Menschen, einerseits als Arbeitgeber und andererseits aber auch um dieses Grundbedürfnis jedes Menschen nach Wohnen, nach Wohnraum zu befriedigen. Und klarerweise auch langfristig und ganz groß gedacht ist eben Bau und Energie ein echtes Zukunftsthema. Da geht es wirklich darum, sorgsam mit unserer Umwelt umzugehen. Und da kommen bei so einer Messe wie hier in Wieselburg immer wieder neue Impulse in die Regionen. Spätestens beim Rundgang konnte man sich über die Repräsentativität der Branchen und das umfassende Angebot überzeugen. Denn eines zählt: Marktpräsenz und darüber hinaus die Pflege von Kundenbeziehungen, insbesondere wenn man berücksichtigen muss, dass Unternehmen heutzutage kosteneffizient agieren müssen. Da stellt eine Messe wie die Bau und Energie ein perfektes Tool zwischen Fachbetrieb und Konsument dar. Ich finde, sie ist sehr, sehr wichtig. Es ist einerseits eine tolle Plattform, auch für kleinere Unternehmen hier mit einem überschaubaren Kostenaufwand sich zu präsentieren. Die Konzerne haben klarerweise viel mehr Möglichkeiten, auf der breiten Werbelandschaft sie zu platzieren, im Fernsehen, in Zeitschriften und so weiter. Aber bei so einer Messe, da herrscht Waffengleichheit, da kann auch der Kleine durch einen kreativen Messestand, durch einen sympathischen Auftritt, durch ein bisschen eine Bewirtung, durch einen Charme hier punkten. Und darum glaube ich, dass das für die Kleinunternehmen eine echt super Plattform ist. Und klarerweise auch für die Bevölkerung ist es hier die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Stunden einen super Überblick über das Angebot zu bekommen. Die Besucherinnen und Besucher kommen besser vorbereitet schon zur Messe. Das heißt, sie haben schon im Internet vorher gesurft haben und schauen, was gibt es für Produkte, welche Preise. Kommen sicher besser vorbereitet, aber auf der anderen Seite können die Aussteller auch die modernen Medien dazu verwenden, zu akquirieren, das heißt Besucher zum Messestand zu bringen und in der Nachbearbeitung Kontakt zu halten. Eine Messe informiert umfassend. Sie gibt Anlass, konkret Produkte und Angebote zu prüfen, mit Anbietern zu verhandeln und gibt die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen auszuforschen. Innovationsorientiert waren auch die insgesamt fast 60 Vorträge und die Beratungsangebote unabhängiger Experten. Wir haben die Bau und Energie heuer zum 30. Mal. Wenn ich zurückdenke, waren damals, glaube ich, rund 80 Aussteller. Jetzt haben wir rund das Dreifache. Das heißt, einfach vom Umfang einmal wesentlich gewachsen und wesentlich mehr geworden. Natürlich hat sich in der Bautechnik sehr, sehr viel verändert. Wenn man sich heute einen modernen Ziegel anschaut, der 50 cm dick ist und Steinwoll-Innenteile hat, kann das jetzt nicht beschreiben, weil ich keine Experte bin. Sieht man schon allein daran oder an den Themen der Energieversorgung, Photovoltaik, Wärmepumpe, Erdwärme. Also all das waren Dinge, die über die vor 30 Jahren sicher nicht diskutiert wurde. Und da sieht man, dass sie extrem viel verändert hat und das nach wie vor so, dass sie sehr viel verändert. Wir haben heute beim Rundgang gesehen, Speichermedien für die Photovoltaikanlage, auch im Inneneinrichtungsteil oder überhaupt die Art und Weise, wie Häuser gebaut werden, massiv aus Holz und so weiter. Also es ist der Trend nicht stehen geblieben und er wird auch nicht stehen bleiben. Die Materialien haben sich verändert. Vor 30 Jahren war Wärmedämmung kein Thema. Heute ist es eins. Dann das Thema Immobilität, ja, angefangen von den elektrisch betriebenen Fahrrädern und unterstützten Fahrrädern und so weiter. Also es tut sich eine Menge.
Ein weiteres Thema ist die Digitalisierung, die bereits im zukunftsorientierten Bauen ihren Platz gefunden hat. Insbesondere wenn es um die Sicherheit der eigenen vier Wände geht, sind smarte Lösungen gefragt. Unser Unternehmen teilt sich in zwei Bereiche. Das eine ist einmal das Ingenieurbüro für Elektrotechnik, wo wir Ausschreibungen machen, Planungen und Kundenberatungen und Bauüberwachungen auch für Kunden. Und der zweite Teil in unserem Unternehmen ist die Elektrotechnik, die Installationstechnik mit Gebäudeautomatisierung sowie Sicherheitstechnik und Beleuchtungstechnik. Das sind unsere Kernthemen. Für die Messe haben wir das Kernthema Alarmanlagen vorbereitet und ich möchte Ihnen einmal kurz vorstellen, es gibt verschiedene Alarmsysteme. Das eine ist ein konventionell verkabeltes System und das zweite sind funkbasierende Systeme, wobei wir eigentlich nur Hybridsysteme einsetzen. Das heißt, dass gewisse Melder und Bedienteile auch verkabelt sind, um die entsprechende Sicherheit zu gewährleisten. Telenode ist ein Alarmsystem von einem deutschen Hersteller. Und wir sind hier in der Region der Stützpunkt errichtet. Da muss man gewisse Kriterien erfüllen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Das sind permanente Fortbildungen. Und das ist eines der besten Sicherheitssysteme, das derzeit am europäischen Markt zu haben ist. Wir sind erreichbar unter www.ltech.at bzw. in unserem Schauraum in Wieselburg in der Wohnwelt. Handelmazette Weg 1. Wieselburg schlägt mit dieser Ausstellung zwei Fliegen mit einer Klappe, wird ihr doch ein neuer Look verpasst. Ja, wir nehmen derzeit Bau und Energie wörtlich, auch selber im Unternehmen, mit dem Neubau der Halle 3. Dort sind wir jetzt gerade dabei, die Erdgeschossdecke fertig zu machen und so das Erdgeschoss sozusagen aufzubauen. Zeitplan ist dort, dass das Ende Februar fertig ist, sodass wir die Halle bei der Abhof erstmals nutzen werden. Hotel ist etwas schneller fertig, das heißt Fertigstellung im Dezember, Aufsperren am 9. Jänner. Montag, 9. Jänner ist der erste Tag, wo man in Wieselburg in dem neuen Hotel schlafen kann. Vorbereitung und Nachbereitung ist alles, denn die nächsten Messen rücken immer näher. Bei uns geht es ziemlich Schlag auf Schlag. Wir müssen am Montag die Bau- und Energie abräumen, damit wir fertig werden, weil am Donnerstag die Schule und Beruf beginnt. Donnerstag bis Samstag die Messe für Aus- und Weiterbildung, speziell für die Kids, die sich orientieren sollen, wo der Weg weiter hingeht, Schule, Lehre, wie schaut es mit Studium aus. Und relativ knapp dann auch Mitte November schon, am 13. und 14. November dann die Biomesse. Danach geht es für die Messe Wieselburg in die Winterpause.